In Crimson Peak dürfen wir endlich mal wieder Tom Hiddleston in Aktion bewundern. Allerdings nicht als Superschurke. Puny God. Und auch nicht als depressiver Blutsauger. Stattdessen zieht er mit Mia Wasikowska in ein unheimliches Spukhaus und tanzt Walzer. But I actually love waltzing. I mean, I was just saying, we should bring the waltz back. Walzer mit Tom Hiddleston ist sicherlich eine feine Sache, aber längst nicht der einzige Grund, warum wir Hiddleston so toll finden. Hier sind unsere 5 Gründe, warum der Brite einfach nur spitze ist. Platz 5. Briten sind die Besten. In dem Super Bowl-Werbespot für Jaguar vom letzten Jahr machte uns Tom Hiddleston mit einiger seiner Kollegen sehr deutlich, warum Briten die besten Schurken in Filmen abgeben. We're more focused. More precise. Und was sollen wir dazu noch sagen? Wir stimmen ihm zu und hoffen, ihn bald mal wieder auch als charmanten Schurken sehen zu dürfen. And we're obsessed by power. Tom Hiddleston als Bond-Schurke, das wäre doch verdammt cool. Platz 4. Er singt. Dass Tom Hiddleston so ziemlich alles kann, beweist er immer wieder auf YouTube und auf Fan-Events. So durften wir schon mehrfach in den Genuss seiner Sangeskünste kommen. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make right. Dass er aber auch wirklich richtig gut singen kann, bewies er offiziell in dem Disney-Film Tinkerbell und die Piratenfee. From the chains of gravity, then we'll hoist up the sail, I'm a set course for the sun. Und jetzt noch ein Tom Hiddleston-Musical. Das wäre doch was. Platz 3. Tom und das Krümelmonster. Der Typ ist einfach nur kultig. Wer sonst könnte ausgerechnet dem Krümelmonster das Konzept von Belohnungsaufschub deutlich machen? Und wer könnte es schon schaffen, das Krümelmonster so lange auf seinen Keks warten zu lassen? Okay. It's hard for Monster. Please, have pity on Monster. Immerhin gibt's dann auch eine ordentliche Portion Kekse. Der Tom ist halt einfach zu nett. Nom, nom. Platz 2. Tom can dance. In Crimson Peak tanzt er den Walzer, im echten Leben tanzt er, was auch immer ihm sein Herz sagt. YouTube ist voll von Videos, in denen Hiddleston eine flotte Sohle aufs Parkett legt. Unser Favorit ist immer noch dieses Video aus Südkorea. Da möchte man doch einfach mittanzen. Platz 1. Tom ist Loki. Er hat den bisher kultigsten Marvel-Schurken überhaupt gespielt. Und er wird für uns noch lange der Beste bleiben. Sein Loki war herrlich intrigant, hinterhältig und doch irgendwie sympathisch. That was from New York. I like her. Wie sehr Hiddleston mit der Figur von Loki zusammengeschweißt ist, zeigt wohl sein Auftritt bei der Comic-Con 2013. Hier trat er als Loki auf und beherrschte den Saal. Wir wären dann auch langsam bereit für einen Loki-Solo-Film. Da kann doch eh nichts schiefgehen. Fight me.